Hallo? Oh Mann. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Uncharted 1, Drakes Schicksal. Hui, wir hatten jetzt hier einen mächtigen Kampf. Zweimal, oder dreimal sogar gestorben, ich weiß es gar nicht mehr. Jo, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier einen Weg reinfinden. Hier liegt eine Granate rum. Brauchen wir aber nicht, benutzen wir eh nie. Können wir hier gucken, ob hier irgendwo noch ein Schatz liegt, so weit wie es hier weggeht. Weil da oben geht es bestimmt rein, also hier oben da irgendwie geht es bestimmt rein. Und wenn das Areal hier so groß ist, wobei normalerweise an so Kampfplätzen ist normalerweise kein Schatz, die sind irgendwo zwischendrin immer. Und hier ist auch nichts, so wie es aussieht. Ach, geh doch aus dem Weg, Mensch. Jo, so wie es aussieht, ist hier nichts. Ich meine, das Areal ist noch groß, aber wie gesagt, an Kampfplätzen ist normalerweise nicht kein Schatz. Wir nehmen mal die Shotgun mit, mal gucken, ob uns die weiterhilft. Eigentlich bin ich ja eher für Maschinengewehr. Aber die Gegner brauchen mittlerweile so viel Schuss, dass man hier wahrscheinlich merkt. Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ah ja, habt ja recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey, da oben! Ja, toll. Mist. Oh nein. Da ist er. Das ist doch ein schlechter Scherz. So, die nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Weil die ist auf jeden Fall super. Hier war noch einer mit einem Visier. Was liegt hier? Eine normale Pistole. Die ich habe wahrscheinlich liegen lassen. Ist das Elena? Da unten ist einer mit dem Visier. Da unten rennt einer rum. Ja, ich hab. Geil, ich hab's sogar erwischt. Ich hätte mir denken können, dass es eigentlich ins Geländer geht, aber. Hat gefunktioniert. Wer ist denn da hinten? Ist es Elena oder ist es. Ja, das ist Elena, okay, gut. Brauchen wir die schon mal nicht abschießen. Da unten rennt einer. Vorwärts! Zeig dich! Zeig dich doch! Och Mann, das ist immer ätzend, wenn man so verschießt. Aufkommen! Ich sehe dich doch. So. Du bist schon mal weg. Ist der da hinten jetzt auch weg? Da war irgendwo, ich habe glaube ich irgendwo ein Scharfschützengewehr gesehen auch. Als ich hier rübergerannt bin, war hier glaube ich. Ist natürlich weg, ne? Ne, M4 war es, okay, gut. M4 ist aber auch okay. Drüben läuft noch Elena wahrscheinlich. Die anderen sind alle unten. Da, da, ich sehe dich. Ich sehe dich doch. Und tschüss. So. Jetzt haben wir keine Pistole mehr, keine normale. Dann nehmen wir noch unsere von hier drüben, genau. Cool. Dankeschön. Gefällt mir schon besser. Ich nehme jetzt aber trotzdem mal die Shotgun. Okay. Oh Mann, das wurde aber auch Zeit.
Für eine Leiche siehst du ganz gut aus. Hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Naja, Sully, merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so voreilig, klar? Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sully, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Gut, das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier putzmunter unterwegs bist, hä? Das werdet ihr mir nicht glauben. Ah. Was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Yeah. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan hat's trotzdem, glaubst du? Glaub ich. Jedenfalls, als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt. Und seitdem führe ich sie an der Nase rum und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ah, weißt du, die Folgen meiner falschen Fährte hinter dem Kloster, das hält sie oft Rab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihre Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt im Kloster. Wo das Symbol ist, da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. So, das Problem war... Dieser Raum ist mehr, als es den Anschein macht. Bestimmt. Okay, das heißt, hier ist ein Rätsel. Vielleicht die Statuen. Okay, bevor wir das jetzt aber machen, noch ganz kurz ein Kommentar. Und zwar zu dem Thema, das wird ein Kinderspiel. Ja, wenn halt die Gegner nicht wären, ne, dann wird es das vielleicht auch sein. Aber es sind ja immer noch Leute da, die einen töten wollen. So, jetzt gucken wir mal, was gibt's denn da? Es gibt die betet John, Luke, Mark, da unten glaube ich, und Matteo, oder keine Ahnung, was das heißen soll. Luke, John, Mark und Matteo. Norden, Süden, also Norden, Osten, Süden, Westen. Okay, jetzt muss man gucken, kann man die irgendwie drehen, oder muss man damit irgendwas machen? Dass die vielleicht in die Richtung gucken müssen? Ich weiß es halt nicht mehr genau, was da jetzt war. Nehmen wir M4. Ne, wir lassen mal das Shotgun. So. Jetzt springen wir erstmal von oben drauf. Ja, ich hab's ja schon gesehen. So. Hep. Halten. Okay. Okay. Ah, okay, die müssen in die entsprechende Richtung gucken, glaube ich. Nein, das stimmt nicht. Also, das heißt, wir gucken mal, an was für einer Statue stehen wir überhaupt gerade? Wir stehen gerade an der Kuh. Die Kuh ist Luke. Und Luke muss in Richtung Süden gucken. Das heißt... Nein, andersrum. So. Dann springen wir mal... Kann man von hier woanders rüber springen? Ja, können wir, okay. So, wir haben jetzt hier... Schau noch mal im Tagebuch. Die Tussi, die betet. Die ist Matteo, oder wer auch immer das da sein soll, und guckt in Richtung Norden. Die guckt in Richtung Norden, das heißt, müssen wir zweimal drehen. Dann ist auch die Richtung egal. Dann gehen wir mal da hinten hin. Das ist jetzt der Falke. Der Falke ist John und John guckt in Richtung Osten. Das muss man auch zweimal drehen. Ne, warte mal. Ah, da unten ist es... Ist ja auch cool.
Im Tagebuch haben sie die englischen Bezeichnungen drin, also North, East, South und West. Und hier ist, glaube ich, ist es hier Deutsch? Weil das eine ist doch ein O. Und das andere W. Und normal müsste es doch entweder ein Los, E oder... Los, beeil dich, Nate. Ja, ist Wir ja gut. Wir haben nicht viel Zeit, bis sie merken, dass etwas nicht stimmt. Ja, ist ja gut. Weil dann müsste er nämlich... Dann hat er eigentlich schon richtig geguckt, wenn das hier Osten wäre. Aber das kann gar nicht sein. Das hier muss hier Osten. Hier muss hier Osten sein. Geht ja mal rechts rum. Warum auch immer hier ein Kreis ist, statt einem W. Eigentlich müsste es ja... North, East, South und West. Okay, egal. So. Jetzt noch der Löwe. Der Löwe guckt Mark nach Westen. Kann natürlich sein, dass ich jetzt komplett falsch bin, aber... Nochmal. Ha! Bingo! Bingo! Jo, haben wir was gefunden, ne? Kann ich auch eine Fackel haben? Ich möchte auch eine Fackel. Nee, okay. Dann leuchtet mir. Er leuchtet mich. Also wenn jetzt hier unten Leute sind, das wäre sehr unrealistisch. Oh, guck mal, Gemälde. Noch eine Bibliothek. Und jetzt? Schatz? Schatz. Da, 22 von 60, also ein Drittel haben wir auf jeden Fall schon mal. Goldkelch mit Deckel. Sieht ein bisschen aus wie diese Kugel, die immer runtergeht beim Neujahrsevent in Amerika oder in USA allgemein, keine Ahnung. Jo. So, jetzt gibt's hier, glaube ich, nochmal ein Rätsel. Und zwar sind hier... Nee, das sind einfach nur Säulen. Okay, na, guck mal. Kann ich keine Fackel nehmen? Ist doch blöd. Oder irgendwie eine Lampe anmachen? Moment, das kenne ich doch. Einfach mal drehen. Sieht ganz gut aus. Hey, lass mal sehen. Ja. Okay. Ihr zwei bleibt hier, ich werde mich mal umsehen. Oh, nein. Du gehst da nicht alleine runter. Ja, hier wimmelt's nur so von Romans Leuten. Ja, und einer alleine ist viel leiser als drei. Ich komm schon klar. Und ihr seid hier sicher, diesen Raum kennen sie nicht mal. Okay, nimm das mit. Lass es auf Kanal 13, den benutzen sie nicht. Und sprich mit uns. Okay, geht klar. Mach das Ding wieder zu. Ja. Nate? Pass auf. Na klar. Mach ich immer. Da! Wo kommt der denn her? Ah! Ja. Also... Okay. Land der Toten. Ich komme. Kapitel 14. In den Untergrund. Theoretisch kann hier unten gar keiner sein. Also, ich meine, wir sind jetzt von da, wir haben jetzt hier quasi eine Geheimtür geöffnet und das heißt, da unten kann ja eigentlich gar keiner sein. Ah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da, Schatz. Goldenes Inka-Gefäß. Guck mal, da ist sogar noch was drin. Lecker, lecker. So. Nächstes Rätsel. Oder einfach nur irgendwie weiterlaufen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da oben ist was. Da oben geht's weiter. Geht's da hinten auch hoch? Vielleicht liegt da ja nochmal ein Schatz. Wobei, so nah beieinander, wenn da keine Schätze liegen, aber... Kann man mal gucken. Lauter Gräber. Ja, komm, geh. Oh. Stell dich... Ey, da stellt sich mal an wie der erste Mensch. Jo. Auf jeden Fall Wasser. Ich höre Wasser. Also kann es ja schon mal Leben geben.
Wir sind ja... Ui. Und, wie ist das Bett? Bequem? Oh, guck mal, ist noch mehr? Ja, genau. Wie weit geht's denn da noch runter? Okay, das heißt, wir müssen erstmal... Da kommen wir ja her, ne? Ein armer Schädel. Da hinspringen bringt nichts. Das wird ja nicht gehen. Jo. Ja. Erstmal gucken. Hä? Muss doch irgendwie darüber, oder? Sind da Leute? Nee. Da. Ah, hat's da gefunkelt? Da funkelt's, da ist ein Schatz. Wie soll man bitte da hinkommen? Wie soll man bitte da hinkommen? Also entweder bin ich gerade blind. Oder einfach nur blind. Kann ich mich hier fallen lassen? Kann ich da hier so rum? Ja, da, so wird es wahrscheinlich sein. Wow. Und jetzt... Okay. Schatz. Goldschädel. Wow, cool. Oh, guck mal. Im Wasserfall drin. Auch cool. Fall bloß nicht runter. Waffen. Das heißt, es gibt gleich einen Kampf. Ich frage mich nur, wie Leute hier hinkommen können. Wenn sie noch... Diese Dinger nicht. Oh, er ist da drüben! Komm schon raus! Du bist tot! Hallo? Halte raus! Oh Mann! Okay. So wird es nix. Die müssen wir haben. Kommen den nicht noch vor? So ist gut. Da hinten war noch einer. Da. So ist gut. Das war's jetzt, oder? Haha. Die Waffe ist echt geil. Schade, dass es da nicht mehr Muni für gibt. Echt. So, die nehmen wir jetzt hier mit. Damit muss man das Tor da oben öffnen, glaube ich. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob hier noch was rumliegt. Ist hier vielleicht irgendwo nochmal blinkt? Da glitzert was, aber das ist, weil die Waffe da liegt. Okay, dann machen wir mal die Tür auf. Wie schön auch hier der Strahl ist, oder der hinstrahlt, ja? Jetzt geht es wahrscheinlich gleich wieder zu. Muss ich wahrscheinlich beeilen. Nee, war wow, doch nicht. Auch gut. Ja, mach doch die Tür zu. Oh. Er ist da drüben! Ja. Super. So, welche Leute sind... Oh, da hinten ist ein gefährlicher. So, der ist jetzt tot. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Waffe. Da hinten liegt die geile Waffe.
In Ordnung. Oh, wir haben gleich keine Waffen mehr. Das ist natürlich extrem blöd. Autsch. Wo ist die Okay. Wo ist der andere? Da hinten? Dafür wirst du büßen. Hui. Ist hier noch einer? Nein. Oder? Die Musik ist noch da. Gehe ich erstmal da hinten und hol die geile Waffe. Da ist er! Oh! So. Boah! Na los! Ja! Ach Mann! Der hat die bessere Knarre! Jetzt haben wir wieder 4 Schuss. Wenn wir uns jetzt nicht blöd anstellen, kriegen wir gleich 4 Leute auf einmal. Können wir 4 Leute abknallen. Ach komm. So, den haben wir. Du bist tot. Den haben wir. Hat leider nur für 2 gereicht. Erstmal zielen lernen, würde ich sagen. Oh, die ist gefährlich. What? Okay. Oh, guck mal, davon ist direkt einer. Blick ihn um. Okay, tot. Gut. Der da hinten ist leider sehr schwer zu sehen. Wo bist du? Na, zeig dich. Noch bist du nicht tot, ne? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Auf jetzt. Jetzt. So. Oh oh. Ja. Ah, das könnte helfen. Wo bist du? Wo ist der hin? Na los! So. Jetzt haben wir auch wieder Desert Eagle. Das ist die hier. Die Desert Eagle Munition gibt sogar mehr als nur 7 Schuss, kann man sogar drin haben. Puh. Okay. Wäre jetzt geil, wenn wir hier noch irgendwo eine Granate finden. Jetzt haben wir mal eine benutzt. Wenn wir jetzt wieder eine finden würden. Hm.
Moment, da war doch was. Ja, ja. Machen wir gleich. Eigentlich wollte ich noch gerne eine Granate finden in der Kirche, wo wir übrigens sind, ne? So ist eine Kirche, so eine Art. Kathedrale, was auch immer. Ach, Kloster, genau, Kloster haben sie ja gesagt. Ah, hier, so. Jetzt sind wir nämlich wieder halbwegs voll, sag ich mal. Ich nehme, glaube ich, jetzt in dem Fall lieber die hier. Da kriege ich, glaube ich, jetzt mehr Munition für. Ah, ich wollte gerade sehen, ich habe gesagt, ich habe doch da was blinken sehen. So viel zum Thema kein Schatz, wenn es ein Kampfszenario ist. Silberne Schnupftabakdose. Okay. So. Fähiger Schatzsucher. Wuhu. Juhu. Jetzt sind wir fähig. Es wäre nur cool, wenn ich noch ein bisschen M4-Munition finden würde. Da hinten war auf jeden Fall auch nochmal was, habe ich gesehen. Das weiß ich noch. War hier gerade Nachladesymbol? Ja, da liegt doch nur eins, ne? Was ist das hier? Normale Pistole. So, hier lag nochmal irgendwo M4, das weiß ich. Ja, ich guck ja gleich. Hier war, glaube ich, M4, ne? Ja. Dann haben wir 67, ist schon mal immerhin. Schon mal etwas. Hat's da geblinkt? Nee, hat nur so aussehen. Okay, ich sehe schon manchmal blinken, wo gar kein Blinken ist. Ist hier noch? Ah, da sind auch... Ah, okay, es sind zwei Glocken. Muss man irgendwie zwei Glocken läuten. Aber das machen wir dann im nächsten Part, weil der Part ist eigentlich schon viel zu lang. Also zumindest länger als die anderen, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, einen Daumen hoch. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Sage bis dahin und tschüss.